Ja, letztlich hatte ich eine Premiere, da habe ich bei Open Mind, super YouTube-Kanal, unbedingt abonnieren, ein T-Shirt bestellt und mit Bitcoins bezahlt. Ging ziemlich easy. Wer die Kryptowährung Bitcoin Anfang des vergangenen Jahres gekauft hatte, konnte einen Bitcoin Ende des Jahres 2017 für den 19-fachen Wert weiterverkaufen. Doch dann brachen die Kurse ein. Aber fest steht auf jeden Fall, Kryptowährungen sind im Alltag angekommen und sind in der Wirtschaft und auf dem Weltfinanzmarkt ernst zu nehmen. Welche Technologien stecken dahinter und wird es bald wohl eine globale Kryptowährung geben? Das alles und noch viel mehr jetzt in Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Ja, ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht und vielen Dank dafür, wenn ihr bei WhatsApp und jetzt auch mit den anderen Messengern, Facebook, Messenger, Instagram, Telegram dabei sein wollt, dann erfahrt ihr und mitmachen wollt hier bei Klicksum, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Kurz gesagt sind Kryptowährungen digitale Zahlungsmittel und haben bis auf wenige Ausnahmen eins gemeinsam: sie basieren auf der Technologie namens Blockchain, übersetzt Datenblockketten. Es ist eine Art digitales Register oder Kassenbuch, das alle Transaktionen aufzeichnet. Also sowas wie: Teilnehmer A hat die Summe XY an Teilnehmerin B gesendet. Blockchains kann man quasi als eine Art technische Handelsplattform bezeichnen, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Transaktionen unabhängiger macht. Und es gibt viele Vorteile. Beispielsweise ist es für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer transparent. Zudem sind Blockchains dezentral. Das ist einer der wichtigsten Vorteile. Das bedeutet, dass staatliche Institutionen wie die Zentralbank beispielsweise nicht in das System eingreifen können. Zudem sind sie fälschungssicher und an 24 Stunden, 7 Tage die Woche für jeden offen und verfügbar. Die Demokratisierung des Finanzwesens ist damit Realität geworden. Kryptowährungen werden von Computern nach wirklich komplizierten Formeln berechnet. Mining bezeichnet die elektronische Erschaffung des Zahlungsmittels. Kaufen kann man Bitcoins an einer der vielen Bitcoin-Börsen mit ganz herkömmlicher Währung übrigens. Wenn man Bitcoins und so weiter besitzt, kann man damit in immer mehr Internet-Shops Dienstleistungen oder Güter, wie bei Open Mind zum Beispiel, unbedingt abonnieren, kaufen, genauso aber auch Finanzmarktgeschäfte durchführen. Erfunden wurde dieses Konzept einer digitalen Währung übrigens 2008, und zwar von einem Softwareentwickler mit dem Pseudonym Satoshi Nakamoto. Niemand weiß, wer wirklich dahinter steckt. Es gab Gerüchte, dass der Tesla-Chef Elon Musk es sein könnte, doch der dementierte die Gerüchteküche. Ja. Bitcoin ist wohl das bekannteste Kryptogeld, aber mittlerweile ist davon schon die zweite und dritte Generation am Start. Da gibt es Währungen wie Cardano, Tron oder Ethereum. Kryptowährungen gelten vor allem für viele jüngere Anlegerinnen und Anleger als Alternative zu Gold, Anleihen oder Aktien. Doch als Anlegerinnen und Anleger auf dem Kryptomarkt gibt es ganz andere Kriterien zu beachten, und zwar weil so schnell gehandelt wird. Beispielsweise was die Steuer angeht: steuerfrei können sogenannte Veräußerungsgewinne einbehalten werden, wenn man Bitcoins eine längere Zeit als ein Jahr hält. Wer sie dagegen innerhalb einer kurzen Frist kauft und verkauft, muss die Erträge versteuern. Und auch viele Technologie-Startups finanzieren durch diese digitalen Münzen ihr Geschäftsmodell. Und so gibt es weltweit bereits mehr als 1500 Kryptowährungen. Aber warum kann man einfach so Geld machen? Warum wird privat hergestelltes Geld überhaupt akzeptiert? Dazu muss man sich vor Augen führen, wie normales Geld funktioniert. Die Basis ist nämlich total simpel: Vertrauen. Solange die Menschen vertrauen, dass sie für ihr Geld Waren und Dienstleistungen in einem bestimmten Wert erhalten, funktioniert das System. Alle haben sich quasi darauf geeinigt, diese Währung, zum Beispiel den Euro oder den Dollar, zu akzeptieren. Allerdings ist ein solches System empfindlich. Heutzutage gibt es Notenbanken, die das System kontrollieren, um den Wert zu erhalten. In den 20er Jahren hat das zum Beispiel in Deutschland gar nicht funktioniert. Am Ende hat dort ein Laibbrot mehr als, Achtung, 100 Milliarden Mark gekostet. Das Vertrauen war dahin. Geld kann man übrigens auch selbst machen. Und da spielt Vertrauen auch eine Rolle. Zum Beispiel mit einem Schuldschein. Wenn ich auf ein Stück Papier schreibe, dass ich max 100 Euro schulde und das unterschreibe, habe ich eine Art Geld. Ich bürge mit meinem Namen dafür, dass dieses Stück Papier 100 Euro wert ist. Wenn es mir aber jetzt wirtschaftlich schlecht geht, dann wird dieses Papier auch weniger wert, denn die Leute zweifeln daran, vertrauen, dass ich das auch bezahlen kann. Es ist also eigentlich ganz simpel, wie Geld funktioniert. Und bei Kryptowährungen wird das Vertrauen durch die Technologie hergestellt. Aber wir
ihr am Anfang mitbekommen habt, ist dieses Vertrauen auch Schwankungen unterlegen. Deshalb wird immer wieder diskutiert, ob es eine strengere Regulierung von Kryptowährungen geben soll. Die Deutsche Bank beispielsweise fordert das. Finanzbehörden in Deutschland und weltweit jedenfalls sind sich diesbezüglich, also der Regelung zum Umgang mit Kryptowährungen, nicht einig. In Deutschland ist es bislang so, dass kein Datenaustausch zwischen den Börsen für Kryptowährungen und den Finanzbehörden stattfindet. Und so können Behörden den Handel mit Kryptowährungen nicht direkt nachvollziehen, wie etwa Käufe und Verkäufe eines Aktiendepots bei der Bank. Ja, eben hatte ich ja bereits die zweite Generation der Kryptowährung angesprochen. Ethereum gehört wohl dazu und auch hier lassen sich virtuelle Münzen von A nach B überweisen, genau wie beim Bitcoin. Doch, das ist mehr als ein reines Zahlungsmittel. Es ist gekoppelt an sogenannte Smart Contracts, also eine Art intelligenter Verträge, die erfüllt werden, wenn es definierte Kriterien, also wenn die eintreten. Beispielsweise kann ein solcher Smart Contract das Grundbuch von Immobilien abbilden. Heißt also im Klartext, nicht nur der Kaufpreis für ein Haus wird von Person A nach Person B ausgetauscht, sondern gleichzeitig eben auch die Eigentumsrechte beider Parteien. Also das hat es bisher noch nicht gegeben. Mit der Bezahlung ist automatisch dann das Eigentum übergegangen. Die Währung namens Ether hatte im Januar 2018 fast das 530-fache seines Ausgabepreises erzielt. Das kann sich natürlich schnell wieder ändern. Aber kommen wir zur dritten Generation. Dazu gehört zum Beispiel Tron. Ende Mai will Tron die Ethereum-Plattform verlassen und eine eigene Blockchain namens Mainnet veröffentlichen. Vor allem in Asien will Tron punkten und zwar mit In-Game- und In-App-Käufen. Auch die Veröffentlichung eigener Inhalte steht auf der Agenda. Zudem plant Tron auch ein dezentrales Internet, an dem jeder teilnehmen kann, ohne Zensur einer zentralen Instanz. 2027 soll die Entwicklung von Tron abgeschlossen sein. Wie wird es wohl mit Kryptowährungen weitergehen? Werden sie in der Zukunft tatsächlich das gute alte Geld, wie wir es kennen, komplett ersetzen? Davon ist Gary Cohn, der Ex-Präsident des Investment-Banking-Unternehmens Goldman Sachs, überzeugt. Seiner Meinung nach haben Blockchain ein riesiges Potenzial, nicht aber der Bitcoin selbst. Zitat: Ich denke, wir werden eine globale Kryptowährung haben, die die Welt versteht. Wow, da bin ich wirklich gespannt. Wenn ihr als erstes Neues zu Kryptowährungen oder Blockchains und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch da auch mit Telegram, Instagram oder dem Facebook Messenger mit mir verknüpfen. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert. Ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion bei Klicks und Mitmachen, Themen vorschlagen und so weiter und so fort. Einfach hier draufklicken und zur Begrüßung habe ich ein kleines Goodie und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Energieversorgung wird revolutioniert, Strom vom Nachbarn, da geht es um den Stromhandel mit Blockchains. Ansonsten bis dann, bleibt dran.